Servus, Teufelskackihaufen hat wieder gerufen. Mal sehen, also Feld ist immer noch nicht eingesät. Philipp ist heute auch wieder mit. Er hat seinen Spaten vergessen. Und ich melde mich, wir melden uns beim ersten Signal. Der Kackihaufen muss Glück bringen. Seid wieder mit der French Lady unterwegs. Ups. Erstes Signal, 63. Gucken wir mal. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Huch, da fällt er gleich wieder um. Nee, nee, nee. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Und zwar, erster Fund, Münzer. Sieht aus wie Reichspfennig. Tot. Toter Reichspfennig. Das ist ja so eine Kleinkopfzahnbürste für kleine Münzen. Erkennt man gar nicht drauf. Wie immer. Na gut. Wieso stellt das jetzt wieder nicht scharf? Oh, die Zahnbürste hat eine schöne Farbe. Hä? Zum nächsten. Das nächste kann man Utla live machen. Haben wir hier 56 mit 72. Da bin ich ja mal gespannt, was herauskommt dabei. Komisches Signal. Hä? Ah. Da fietscht es. Haben wir schon gehabt, ja? Hä? Ja. Ein. Was ist denn das? Sieht aus wie ein. Wie ein Zeiger oder sowas. Irgendwas kleines, ganz dünnes Metall. Ja. Was auch immer das gewesen ist, ich habe keine Ahnung. Irgendein Teil. Und weiter geht's. Philipp erzählt schon wieder Unsinn hier. 80! Wert. Da fietscht sie, die French Lady hier. Und hier ist wieder ein Gezwitscher auf dem Feld, herrlich. Okay. Na gut. Haben wir es gar nicht richtig erwischt hier? Mensch, das ist richtig ungewohnt mit Schaufel. Das ist ja meine alte Schaufel. Ich wollte die heute mal mitnehmen. Wegen Rücken beim Bücken. Alter Sack, was ist denn hier los? Sag mal. Ist das ein Wandersignal oder was? Das ist jedes Mal woanders. Ich sah da gar nicht mehr mit drauf. Da ist es. Ha? Das ist der Verarsche hier. Was ist denn das schon wieder für eine Kacke? Siehst du? Hatte ich verloren das letzte Mal hier. Das ist der Verschluss in meiner Kette. Philipp! Ich habe meinen Kettenverschluss gefunden. Ja, schön. Wisst ihr, was das bedeutet? Schleppen. Na gut, weiter geht's.
Nee, sowas kotzt mich an. Am Anfang der Runde findest du so ein Ding. Jetzt hängt mir wieder die Tasche am Arsch, wie als hätte ich hier einen Elefant hinten drin sitzen. Na, nee, kommen wir nicht dran vorbei. Wenn ich sie an den Feldrand lege, vergesse ich bloß wieder. In meiner unendlichen Aufregung. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Bis jetzt noch nicht. Oh. Na gut, und weiter geht's. Hier traue ich mich mal live ran. Schönes 85er. Wupp, stellen wir euch ein bisschen hin. Mal gucken wir mal rein. Hier ist es drin. Ah! Ah, nee. Meine Fresse, ich dachte gerade eine Münze. Was ist das? Keine Münze, toll. Eine keine Münze. Pfeifendeckel ist es aber trotzdem. Oder sowas. Doch, ein Pfeifendeckel. Da haben wir ihn. Und weiter geht's. Da können wir gleich das nächste daneben machen. 75. Wert. Hä? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Veräppeln oder was? Ah, hier hinten liegt's. Das ist der Nachteil bei dem Boden, ey. Das Zeug ist dann, wenn das trocken wird, wie Beton. Wie Beton. Und was würden das wir sein? Gar nicht hier. Hä? Hä? Ah! Wir haben eine Münze rausgeschält. Hier, das Zeug ist wie Beton, sag ich doch. Ich tippe mal auf Reichspfennig. Hundertprozentig. So, jetzt müssen wir die Zeit überbrücken, bis ich hier mein Nasenspray rausgeholt habe. Hm, da kennst du wieder viel drauf. Ein bisschen Zähne putzen am Morgen. Vertreibt Plack und Sorgen. 5 Reichspfennig. Da haben wir sie. Ja, wenn der Kollege noch scharf stellen würde, dann hättet ihr die auch. Ich hab sie schon gesehen. Mensch, Kollege, da haben wir sie. Und weiter geht's. Und das nächste hat gar nicht lange auf sich warten lassen hier. Sag mir 76, 78. Oh Gott. Wo ist denn jetzt hin? Da haben wir's. Und wir wollen es natürlich befreien. Na gut, jetzt stört das Stativ. Wir kommen. Put, put, put. Komm raus. Hä? Clips an. Ja, kennst du da wieder? Kackebrüllen. Hier? Da ist es. Das ist Verarsche pur. Nee. Aber schön ist, wenn man noch über sich selber lachen kann. Weiter geht's. Und ein paar Meter weiter das nächste neue. 70, 71. Ich bin ja noch in der Lernphase. Ich muss noch die Signale deuten können. Und das Rotzenesel läuft. Oh, ein Würmchen. Komm wieder rein. Haben wir hier. Wir haben ein Stück Feldblech. Darf nicht fehlen. Jetzt kommt was fast Oberflächliches.
Ich kann es gar nicht richtig deuten. Was ist denn das? Ein Ring? Aber nicht wirklich. Ist irgendwie eine komische Form. Wo ist es? Da ist es. Mensch. Da. Komisch, komisch, komisch. Naja. Weiter geht's. Zum Rotlein machen, gerade aufgestanden, kommt das nächste. Oh, das klingt ein bisschen seltsam. Die Fachmänner wissen bestimmt, aha, ja gut, das ist ja ein Reichspfennig, dem fehlt eine Ecke. Ich weiß es nicht, deswegen muss ich nachgucken, was es denn ist. Ja, what's that? Ich denke mal, das ist irgendeine Art bäuerlicher Intimkamm. Ja, weiter geht's. 75er? Was hast denn du gewusst? Eine Blechdose, das ist immer gut. Eine Fischblechdose. Doch, das musst du haben, ein Felddreieck. Aus Blech. Weiter geht's. Ich muss jetzt nämlich ein bisschen haushalten mit meinen Öffnern. Das Telefon hat nicht geladen. 85. Das lohnt sich mal zu buddeln. Klang zwar auch ein bisschen komisch. Also was verbinden wir immer. Und gucken wir mal, was hier drin ist in dem kleinen Berg. Scheinbar gar nicht. Ein Stein. Hier. Wo denn du? Hier drinnen? Alter. Komm raus, du Sau. Ne, das können wir uns sparen, Herr. Nicht. Wieder irgendeinen komischen kleinen magnetischen Stein. Klingt zwar komisch. 83, aber das gucken wir uns mal an. Jetzt ist es ein klares 83er. Und was kommt da raus? Warum? Oh. Da kommt Freude auf. Eine Musketenkugel. The first one. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Ich habe schon mal mit dem Fuß gekratzt, jetzt ist es ein bisschen deutlicher. 68, 70. Draußen ist es. Aber was ist es? Ein Münzchen. Schön. Eine Münze. Wie immer tot. Och Mensch, kann das nicht mal eine Anständige sein? Immer so totes Zeug hier. Ich würde mich immer freuen, wenn du was drauf lesen könntest. Ich hab mich da nicht so. Die hat eine goldene Farbe. Aber so dünne. Also Gold ist es definitiv nicht. Oder ist es ein Knopf gewesen? Kurios. Ich weiß nicht, ob man das ja an der Kamera sieht. Also die hat einen, da kommt schimmert's Gold durch. Also Sens oder sowas sind es auf keinen Fall.
gucken uns zu Hause nochmal an. Interessant. Ja, jetzt sieht man es schön. Mir einen rauskürzen haben. Blech. Hä? Blech, bei dir, Blech. Ja. Mensch. Was haben wir denn hier? Ja, Blech. Scheiße. Sag jetzt nicht mehr. Ich finde immer bloß das Zeug, was du vorsagst. Jetzt haben wir noch einen kleinen Knopf gefunden an der Oberfläche, ohne Öse, hat ein Knaller weg, der Kollege. Wupp, jetzt war er ganz weg. Ja, mal sehen, was jetzt noch kommt hier. Und das nächste Signal war, da haben wir sie. Eine Musketenkugel, Nummer 2. Die hat schon den Knall weg. Irgendeinem gegen die Blechbirne geflogen. Und weiter geht's. Und das nächste. Eine Münze. Der hupt hier drüben mit dem Ding rum. Weißt du? Jetzt weiß ich, woher die Polizeisirenen haben. Die haben die von meinem Lab abgeguckt. Dünne Münze, nicht drauf zu erkennen, wie immer. Leider. Dünne Münze, tot verbogen. Oder hier sehe ich doch irgendwas. Ja, weißt du, was ich hier sehe? Gar nicht. Na gut, jetzt kommt Wind auf. Es dort schon leicht tröppeln. Ja, weiter geht's. Und da haben wir das nächste. Eine Bleiblampe. Gehe ich davon aus. Nee, das nieselt. Ich habe noch keinen Fromser für das Bedienteil vom Orks. Schon mal eins zulegen. Machen wir eben ein Fundbeutelchen drüber. Erstmal, was haben wir hier? Eine Blombe. Ein Blümchen. Jessen oder Hessen? Mal ein bisschen anspucken hier. Eine 12. Meißen steht hier drauf. Meißen. Sieht auch schön aus. Wunderbar. Also Blumen, die richtig zu lesen sind. Oh, hier kommt eine Hummel, da denkst du, hier landet der Hubschrauber. Weiter geht's. Hier kann man nochmal ins Live machen, dass das ein schönes klares. 78. Ein 78er. Wieder nicht richtig getroffen. Sag mal. Das ist der Vorführeffekt. Leck doch die Sau am Arsch. Jedes Mal, wenn ich live filme, hole ich so eine Scheiße raus, ja. Ein Blech! Jetzt kommt wieder ein komischer Gegenstand. Keine Ahnung, was das ist. Scheint Kupfer oder Messing oder sowas gewesen zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mal rein. Jetzt kommen wir mal oberflächlich eins hier. Und zwar haben wir hier ein Münzchen, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Hier hinten kommt es schwarz. Jetzt waren wir verwöhnt von den schönen Tagen. Wenn du arbeiten gehen musst, da scheint die Sonne, da hast du hier gefühlte 400 Grad. Und wenn du frei hast, dann hast du Kacki-Wetter. Ein Pfennig erkenne ich schon mal. Machen wir ganz sachte, das ist ja eine weiche Zahnbürste. Gucken wir mal drauf hier. Also ein Pfennig, ich habe schon gesehen. Sächsische Wappen ist auch drauf. Ein Pfennig, aber ja, erkenne ich noch nicht. Müsste ich dann zu Hause nochmal gucken. Schade, und es regnet schon. Naja, gut. So, das ist ja mein unkonventioneller Ox. ORX-Fromser. Für den Moment erstmal. Es regnet, die Erde wird nass. Scheißdreck. Ja. Was auch immer das ist. Sieht gut aus. Machen wir sauber, eingemessen wird's. Und dann gucken wir mal. Ne, ich glaube, wir müssen jetzt Richtung Auto gehen. Also wenn ich mich nochmal abmelden sollte bei euch. Aber das wird schon klappen. Akku runter vom Telefon. Philipp filmt jetzt. Ich habe jetzt was richtig Geiles gefunden. Ich gehe davon aus, dass es eine Bleiblombe ist, aber so ein riesen Oschi hier habe ich noch nie gehabt. Ich hoffe mal, es ist eine Bleiblombe. Ey, was für ein Aperwello. Es ist eine Blombe. Alter Schwede, was ist das? Zähneputzen am Morgen. Alter, guck dir das Ding doch mal an. Was ist denn das? Für ein Riesenknittel. Ey. Was ist das für eine Bleiblampe? Ein Riesenviech, bin gleich sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Philipp, was sagst du? Das ist auch gar nicht. Das ist auch gar nicht erfilmt. Ich muss mich konzentrieren. Oh, was für ein Knittel. Geile Scheiße. Wappen ist ja drauf. Guck mal, jetzt ist das gleiche Wappen drauf, was du vorhin auf deiner Blombe hattest. Cool, warte mal, näher. Hier ist ein Wappen drauf hier unten. Das ist gut. Magdeburg mit O geschrieben. Hilfsschüler. Das war Hilfsschüler. Geile Scheiße. Machen wir zu Hause nochmal richtig sauber. Und zeigen wir später nochmal. Also wie gesagt, Akku ist runter.